Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück beim Widerstand. Wir spielen Terminator Resistance. Oh, sogar Eierkopf ist bewaffnet. Was ist denn jetzt los? Alles gut? They gave me a rifle? I don't even know how to use one. They said it's hot, but it doesn't seem hot to me at all. Mhm. Reicht es nicht, dass er eine Waffe in der Nähe hat, falls wir angegriffen werden? Der schießt sich doch eh selber. Oh, vielleicht können wir mal die Werkbank nutzen. Wir haben so viel Krempel. Die Granaten, die sind richtig gut. Die Dosenöffner, die will ich haben. Violettes Plasma, kann ich so viel gebrauchen wie möglich. Ah, nehmen wir davon auch mal eins. Und zack. Haben wir alles. So. Hier geht's hier so. This is it, huh? No more turning back. Whatever happens. You know what? It's probably bad luck to say goodbye, right? Das ist so Endstimmung, ne? Verabschieden wir uns schon hier, oder was? Nervous? Don't worry, we'll be right behind you. Baron wants us to set up a field hospital, so if anything happens, I'll meet you there. Tja, ich glaube, wir werden uns nicht mehr sehen. Wir bestimmt zurück in die Vergangenheit. Bam, 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 bam. Na, Bengel gewesen. Übersehen oder? Und wo ist Jennifer? Ist sie abgehauen letztes Mal? Ich hab's vergessen. Doch, ich glaube, die ist abgehauen. Das war's mit ihrem. So, ja. Commander Baron. Das ist ein Plan. Aha. Haben Sie schon was herausgefunden? Wofür stehen denn die Stecknadeln da, Commander? Warum sind die farblich unterschiedlich? Hat das einen Sinn? Rivers, just when you thought shit couldn't get any more crazy, this happens. So what now? With the infiltrators coming out and news of a fucking time machine, Connor wants to finish this war fast. Are we prepared? Nowhere near. That's why an all-out attack is our only option. Ooh. Alvin managed to locate Skynet's central core through the hijacked satellite. It turns out it's right under our nose. It's in the basement of the old Griffith Observatory. So we're moving out? You are. Connor wants me to stay here to coordinate the attack. And his North Division is heading to stop Skynet from sending anything through the time displacement equipment. So this is it? It does seem that way. You better get all your things sorted. Take your time. You're leaving in a couple of hours. Dismissed. Ich trau dir doch nicht. Ich traue dir nicht, Commander Baron. Die mich, armer kleiner Rivers, verführt hat. Wir wollten auch nur testen, ob ich das auch alles sich echt anfühlt. Ne? Ihr wisst ja, die ersten Terminatoren hatten so Plastikhaut. Ah, da. Oh, Jacob, ist doch noch da. You're moving out? I am. What about you? I'm part of a scavenging team now. But Commander Baron gave us an order to get back to the shelter. If you see Jennifer, can you tell her that? Okay. Where is she? Last time I saw her, she was upstairs. Hm. Ich dachte, sie wollten abhauen oder habe ich sie davon abgebracht oder. Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ein, zwei Tage nicht gespielt. Kurzzeitgedächtnis. Darum, ich würde ihr den Großangriff da nicht geben, dass sie das leitet. Das sollte schön Connor leiten. Oder leitet er noch was anderes, dass er da was abgeben muss? Oh, wir sind direkt hier vorne. Oh, Isomatten, Schlafsäcke,
Warum ist das hier alles hier draußen? Munitionskisten. Lesen wir mal. Zieht hinter uns. Tee für Taschenlampe, machen wir mal. Gesperrt. Auf dem Klo ist er auch nicht. Ich ahne Schlimmes, wenn wir hier irgendwo rumlaufen. Nahe unserer Basis habe ich schlimme Befürchtungen. Lass mal. Was soll ich? Ja. Ah, da geht's weiter. Warum versteckt die sich so? Good news incoming. Ich glaube nicht. Denn hier? Oh, hier kann man echt eine schöne Aussicht genießen. Nice view. How did you find me? Patrick told me you might be somewhere around here. It's my thinking spot. Is he worried? No, he seems happy. How did he do on your first scavenging hunt together? At first, he was excited just to be outside. A little too excited. Some drones spotted him. But I did it. I managed to protect him. Nothing happened. And from that point on, he understood how dangerous a scavenger's life can be. See, you'll make a great scavenging team. Yeah. I'm starting to see it that way. And because of that, I was thinking... About leaving? I don't have any secrets from you, do I? Yeah. About leaving. With Patrick. Naja, ist ja nicht sicher hier. Aber komm, wird es bleiben. You know, I think you should stay. This is not a time to think about personal problems. There's a war to fight. Spoken like a true soldier. But you know what? You're right. It's probably incredibly selfish of me to even consider leaving. Especially now this war is about to end. I'll stay. Support the cause. Maybe even start faking enthusiasm while talking to Baron. You're always looking out for me. Thank you for that. I know you're moving out soon, but there's something I want to say. Regardless of what happens later, I hope that we'll find each other. Thank you for always being there for me. I'm lucky to have someone like you. Hm, da ist ein Herzchen. Na komm, wollen wir mit dir gehen? Gegen die Zeit. And I'm lucky to have you. I hoped you'd say that. Ist sie alt genug? Mann, oh Mann, hier gibt's voll den Krieg. Die machen hier noch Liebe.
Komm, spul vor, Junge. Geht ja keine Nasenhaare. Also ganz ehrlich, ne? Wenn ich Sexszenen einbaue, wenn das Spiel ab 16 oder 18 ist, dann kann man ja auch ein bisschen mehr zeigen. Also die Leute von The Witcher haben das vorgemacht. Man muss es nicht machen, aber wenn, kann man es auch richtig machen. So. You know what? I'll stay here just a little while longer. Ja, klar. Tell Patrick not to worry. Hier gibt's keine Gefahr. I'll be back soon. Hier kann nichts passieren. I'll do that. Vor allem Zivilisten, ne? Das ist so, oh, der Krieg ist ja bald vorbei. Die Schlacht ist noch nicht mal geschlagen, Mensch. Es kann noch so viel passieren. Und ich hab eigentlich damit gerechnet, dass entweder Commander Baron oder Jennifer ein weiblicher Terminator ist. Komm hier wieder raus. Ach, jetzt soll ich mich nochmal... Nicht, dass Baron jetzt mal eifersüchtig wird. So, kann's losgehen? You ready to move out? Na, natürlich. Ich riech zwar nach ein bisschen Muschi, aber passt schon. I am. Alright, let's do this. Hatten keine Zeit, uns zu waschen. 30 years ago, the machines decided to wipe out all of humanity because they feared that we were a threat to their existence. Today, we make their fear come true. Sergeant Rivers, you were requested by John Connor to lead the Alpha Team. You will be responsible for carrying out the attack on the location of Skynet's central core. We will create a diversion to lure out any HK aerials patrolling the area. That should give you some time to breathe. Taking out Skynet's ground forces, that's on you. Remember, the goal is to destroy Skynet's central core, at whatever cost. Good luck out there. Ja. Dismissed. Abrücken. Los, 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 los. Wir sind auf dem Weg zum alten Observatorium, um einen Angriff auf den Zentralkern Skynets Hauptreaktor durchzuführen. Das ist die Chance. Wenn wir Skynet aufhalten wollen, dann müssen wir den Zentralkern zerstören. Babam, bam, babam. Team Alpha, this is Team Bravo. Skynet's taken the bait. Good luck out there. Okay. All right, everyone, this is us. Let's move out. Hat jemand einen Lasercutter, um durch das durch die Lasermauern da zu kommen? We're 2 minutes out from the observatory. As soon as we get past that barrier, expect Skynet to show up. Na, lass mich raten. Ich muss die Laserbarriere deaktivieren. Schade. Ich hab schon gedacht, wir müssen wieder Space Frog spielen. Silverfish, 12 o'clock! Neutralized! Let's keep moving! Ach, das liegende Mist. Vorsicht, Zölder! We're through! Der Munition, die durchsuche ich aber mal. Jetzt habe ich sogar Mist aufgesammelt. Nicht so weit vorlaufen. Keep pushing forward! Metal! So sehe ich nichts. Scheiße.
Oh, 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 dann zieh ich tot. Ah, für rotes Plasma geht das hier noch richtig. Good shooting. So, warte, nicht so schnell vorlaufen. Der Heinrich muss hier sammeln. Wer weiß, was auf uns noch zukommt. Ah, die rennen einfach vor. Ihr könnt auch nicht hören, oder? More of them! More incoming! Suppressing fire! Whoa! Hang in there. Ja, der macht gut Schaden. Ich brauche hier fast schon diese Waffe gar nicht mehr. Nur die brauche ich. Hier meine ich. Up that hill! Also die Feuerschussfrequenz hier bei dem Ding war auch ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Laufen wir mal vor. Another infiltrator? No, he's with us. Was habt ihr denn gesehen? Ah, bin ich mal gespannt. Ach. Took you a while. How did you know we were coming? I thought you'd know by now. I know more than you think. Better prepare yourself. Ja, ich mache mich bereit. Ich bin bereit. So. Focus on that HK. Oh Gott, Gott. Was soll ich denn gegen das Ding da machen? They're coming from the west gate. Oh, oh, da sind ja zwei. Ich bin weg. Schön mit euch. Meine ganzen Gruppenkram hier wegkriegen. Ich brauche hier die besseren Granaten, verdammte Scheiße hier. Und Raketenwerfer brauchen wir. Wo ist denn der? Geh mal weg und komm mal her hier. Dahin. Geh sterben. T-47 destroyed. Ariel. What? It wasn't supposed to be here. Find a rocket launcher. Ja, ich mach ja schon. Something's not right. Oh, er hat mich erfasst. Hab den? Oh! Der hatte mich? Nein! Ah, oh, seine Mutter war ein Schraubendreher. Verdammt! So. Spread out! Focus on that HK!
They're coming from the west gate! Kleinen Scheißwichser hier. Okay. Haben wir. Die ganzen kleinen Scheißwichser. So. Kinder ab. Oh, 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 oh. Ich lauf mal. Schön ablenken, schön ablenken. Oh, der war daneben. Eins haben wir. Ariel! What? It wasn't supposed to be here! Was ist das? Scheiße. Find a rocket launcher! Ja, ich arbeite dran, du kleine Hurensohn. Something's not right! Die Wumme. Wo ist denn der Raketenwerfer hin? Another one! Geht doch. Ja, wo ist denn er hin? Er stand doch hier. Da erstmal alles wieder mitnehmen. Die haben nichts hinterlassen, die Schweine. Okay, dagegen haben wir keine Chance. Wow, wow, wow. Wo hast du mich schon wieder gesehen? Okay, ich glaube, die andere Munitionskiste lassen wir mal da, wo sie ist. Ich glaube, wir müssen den bekämpfen, ne? Jetzt bewegt er sich auch noch. Ariel is going down. Okay, haben wir auch. This is it! Mit der Loot? Loot tut gut! Hier liegt überall noch Mist, den man einsammeln kann. Wo ist die andere Munitionskiste? So, weiter, 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 weiter. Ah, hier ist noch eine Kiste. Die hatte ich doch vorhin, oder? Nee. Und jetzt brauchen wir auch damit nicht mehr rumgeizen. Komm, den Mist will ich nicht haben. Hol ihn weg. Fallen lassen. Ja, braucht keine Sau. Central core is downstairs. How do you know? I've been here before. Yeah, yeah. I've seen it.
Watch out! Fuck. Wo ist er hin? Ohohohoho. Na, hast du Spaß? Nee, ist meiner. Mein Kumpel. Da ist er. Oh. Feuer Hardcore der Bengel. Skynet's finished. Ja, warte. Skynet ist erstmal gar nichts. Jetzt haben wir nämlich die dicke Plasma-Kanone hier. Gib die mal her oder lass die mal Onkel Heinrich mal verbessern. Ne? Wir brauchen Ladestreifen. Ne, der macht Überhitzung. Das ist Bumpe. Stabilität, Feuerrate. Wir brauchen da nur Schaden. Ich überlege gerade, haben wir was mit 3 außen? Ne, haben wir nicht. Stabilität will ich nicht, ich will Schaden. Wir hätten noch das quasi. Würde nicht gehen, ne? Das würde gehen. Da muss der weg. Das heißt, wir brauchen 3-2. 3-2. Hier. Naja. Macht er jetzt irgendwie fast 200, macht 220 Schaden. So mit dem Dreh. Pi mal Daumen. Natürlich. Vielleicht brauchen wir den jetzt für den Endgegner, oder was kommt. The Central Core. It's supposed to be right here. They knew we were coming. They moved it. It's a trap. A fucking trap. Du warst schon mal hier. We have to move. Those missiles are headed this way. Wait. If we triggered the attack, it means that this place is still connected to Skynet's mainframe. If we trace where the signal's coming from, we'll know the Central Core's actual location. How could they know we were coming? When Skynet was about to lose the war, they sent an infiltrator back in time. They must have warned them about this attack. How do you know all this? Because I went back after that infiltrator. Yes! I've got the coordinates. Let's go! Well, this will make sense to you soon, but right now we need to go! Wir sind auch die einzigen, die übrig geblieben sind von unserem Team, ne? Oh, hier liegt was. Nee. Will ich nicht. Watch out! Oh, scheiße. Oh, es ist wohl so. Commander! Central Core! It's not here! It was an ambush! Commander! Die here. Get up. Baron, I've got the coordinates. Can you hear me? Where the hell are you?
Es war ein Hinterhalt. Skynet hatte einen Terminator in die Vergangenheit zurückgeschickt, um mich selbst vor dem Angriff zu warnen. Sie brachten den Zentralkern an einen anderen Ort, bevor wir ihn erreichen konnten. Doch dank des Fremden konnte ich mit Informationen zum wahren Standort des Zentralkerns entkommen. Ja, dufte. Neuer Fähigkeitspunkt, yes! So. Härte 5. Bam. Haben jetzt sogar Gesundheitsregeneration. Where is everyone? Wir sind alle tot. Also ich weiß es. Commander Baron hat uns doch verraten. Die hinterhältige Schlange, die... What the hell? Tür ist offen. Oh, die haben Hunde getötet. Alter. Endlich ist der Wagen aus. Oh, wir haben gesagt, sie soll da bleiben. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Sind alle tot. Vier Stunden. Hackfresse. Hat was geschrieben? Es ist erst 4 verdammte Stunden her, seit die Teams Alpha und Bravo los sind. Wir können nur vor unseren Funkgeräten sitzen und darauf auf Neuigkeiten warten. Ich frage die ein- und ausgehenden Aufklärer, aber alle sagen, dass es ruhig war. Wir können nichts anderes tun, als abzuwarten. Und das bringt mich um. Ich erinnere mich nicht einmal daran, dass die Zuflucht jemals so ruhig war. Und jetzt, wo ich es erwähne, wie ruhig es ist, fangen die Hunde natürlich an, sich die Seele aus dem Leib zu heulen. Na toll. Oh. Na, jetzt wo er tot ist, können wir ihn beklauen. Wine? Also bisher habe ich keinen Charakter gesehen, mit dem wir irgendwie zu tun hatten, oder? Also Hackfresse ist okay. Aber er ist auch hin. Brian. Sie ist auch tot. Baron. Ah, der Kleine hat überlebt. Ach, Gott sei Dank. Süßer Hund. Die Soldaten sind alle tot. Fuck. Oh my God. Fuck, hätten wir sie doch weggeschickt. Fuck. Commander Baron, du Schlampe. Frage ist, ist sie ein Terminator oder hat sie einfach so die Leute verraten, damit sie am Leben bleibt?
Weil sie hatten uns ja auch davon erzählt, dass die Menschen mit den Terminatoren zusammenarbeiten. Commander! Rivers, you're alive. What happened here? An infiltrator got in. Brought lots of friends with him. We didn't stand a chance. Since they didn't go offline, I assume we did not destroy Skynet's central core either. No. No, we didn't. It was an ambush. They moved it before we got there. So this is it? We lost? We lost this goddamn war? Not yet. What do you mean? I got the central core's real coordinates. You have? I've gotta learn not to doubt you anymore, Rivers. We need to call Connor. He may still be able to stop Skynet. Forget it. I couldn't get him on the radio for hours. Mm. You need to find him. You need to give him those coordinates. First, let's get you out of here. No. You don't have time for this. You have to leave me here. I can't. You're not gonna disobey my final order, are you? Before you leave, I've got a confession to make. There's a reason I wasn't so keen on you from the beginning. Remember that list of people Skynet marked for termination? I lied. I told you that you were number three. The truth is, you're number two, just behind Connor. You took my spot. And for the life of me, I couldn't understand why. But now I know. They're coming. You need to leave, now. Use a vent in the command room to sneak past them. And then find Connor, and give him those coordinates. Don't worry about me. If they come here, I'll just reason with them. I still have a couple magazines full of arguments. Okay, sie ist doch ein Mensch. Now go! Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe wirklich damit festgerechnet, dass Jennifer oder Baron, einer von denen, Oh, wir haben ja schon ewig nichts mehr mit Dietrichen gemacht. Die sind gleich da. Ich muss nur ganz kurz noch was, Hi. Bam, 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 bam. Mach sie alle fertig. Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Wo ist denn lang? Eine Ein-Mann-Armee, die keinen Plan hat, wie sie hier rauskommt. Okay, ich muss da lang. Wir müssen wenigstens den Schäferhund hier rausbringen, den kleinen. Er darf nicht sterben. Oh. Gibt's keine Flammen mehr. Schwer. Oh Mann. Wir haben eh genug, also. Ja, das gibt's doch nicht. Ich mal einen Anhaltspunkt hier. Na komm. Nee, komm. Ich lass dich jetzt in Ruhe.
Normalerweise mache ich alles auf, aber gut, also sehe ich den einen hier. Gut, wird gespeichert. Was ist dies? Oder zappelt hier? Zappel, 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 zappel. Was hast du nur vor einer? Infiltrator, der zappelt aber rum. Ne, wir müssen wahrscheinlich hier in den nächsten Raum und dann... Ah, Dr. Eierkopf. Ganz ehrlich, bei denen habe ich es auch nicht anders erwartet. Sind die Räume nicht miteinander verbunden? Shit. Bye, Wine. Scheiße. Ah, Waffen brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Haut rein. Oh, ich dachte, es gibt einen Ladebildschirm. Gibt's nicht. Ah, die können ja hier quasi um jede Ecke lauern, die Wichser. Weg, 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 weg. Und Gebiet verlassen. Ich muss John Connor finden und ihm diese Koordinaten geben. Wir können Skynet noch aufhalten, sofern seine Division nicht das gleiche Schicksal ereilte wie meine. Mann! The stranger died in that ambush trying to protect me. He came from the future to save my life, and I don't even know his identity. But thanks to his sacrifice, I managed to escape with the Central Core's true location. When I got back to the shelter, I realized that getting that information cost the life of many others as well. I headed out to find John Connor and his North Division to take part in the last all-out attack. So. Anyone receiving me? This is Sergeant Jacob Rivers, DN46890. Anyone out there? Ah, hier gab's auch einen Kampf. Skynet got to them. Ja. Was war das?
If anyone's hearing this, please respond. Das klingt doch nach einer zweiten Falle hier irgendwie. Der brennt aber gut. Besser als meiner, den wir zerlegt haben. Is anyone else out there? In der letzten oder vorletzten Folge. God damn it. Mal nicht nehmen. Ja, wir sind kein Terminator. Schlimmes. Was ist das denn jetzt? Look, we got one. He's wearing a resistance uniform. Who did you kill to get that, you filthy machine? No, don't! Wait, he's human! Er hat sicher. Einige Stunden später, nachdem wir erstmal ein bisschen geblutet haben. Sorry about that, Sergeant. The infiltrators took some of our key positions, so we're extra cautious. If we'd known that you were joining us in the North Division, that would have never happened. You know who I am. We all do, Sergeant Rivers. John Connor told us about you. He said you'd come and bring those coordinates. How did he know I'd have them? That you'll have to ask him yourself. He's waiting for you upstairs. Na, bin ich aber gespannt. Ja, ich brauche mich euch eh nicht merken, ihr stirbt eh gleich alle. Oh, Waffen. Waffenmarkt. Da wo ich herkomme, gibt's sowas nicht. Da gab's sowas nicht. Da gab's nur eine Hackfresse. Die hat die ganzen Waffen verwaltet. Wir haben keine Zivilisten hier. Alles Krieger. Nee, gibt ja uralt Waffen. Habt ihr nicht. Oh, ich nehm's zurück. Die will ich. Kann ich hier haben? Kann ich hier haben? Kann ich hier haben? Das ist eine Gatling Gun. Die kann ich zwar nicht tragen, aber ich würde sie gerne haben wollen. So. Nee, die braucht die doch gar nicht. Ich habe die passenden Waffen noch gar nicht gesehen. Kann ich hier haben? That's him. The one Connor's been talking about. Ja, ja. Pistolen. Weg. Brauchen wir nicht. Sergeant. Ja. Salutiere auch. Oh. Commander. Sergeant Rivers. I've been expecting you. I took the liberty of collecting the Central Corps' coordinates you brought us. I hope you don't mind. Not at all. Are we preparing to attack the Corps? I've sent a unit to do that. We're getting ready to strike the time displacement equipment. Very soon, Skynet will realize that they're losing this war, so they'll try to send infiltrators back in time to prevent that from happening. Do we stand a chance? Thanks to the security codes that Mac provided, we've been able to seize control of an HK tank for the first time. Ooh. It should give us the advantage against Skynet's defense grid. We'll smash it once and for all. Darf ich den steuern? I understand that all this might be confusing to you, so if you have any questions, now's the time to ask them. Wer war der Fremde? Oder wer ist der Fremde? Who is the stranger? In one alternative future, we reached the time displacement equipment and sent our soldiers back in time. Like always, the mission was to assure the safety of the people Skynet marked for termination. One of whom was you. Knowing the importance of your mission, many volunteered to go back.
So I took it upon myself to choose a protector from among them. And the one I chose was you. You are the one you call Stranger. Okay, das wussten wir ja. Ja, dann wissen wir auch, warum wir zur Terminierung freigegeben wurden eigentlich. How did you know that the Central Core wasn't at the Observatory? Understanding the changing nature of time travel made me anticipate the most unexpected events. So when I learned from a mutual friend of ours that a Terminator was sent back to our time, I suspected the future I was told would change. What do you mean? When that infiltrator connected to Skynet, it warned them about the attack on the Observatory. They had to move the Central Core, otherwise they would lose again. Unfortunately, the intel we received came at a cost. But if there was any other way, I would have taken it gladly. Why am I targeted for termination? You're the one who discovered the true location of the Central Core. You're the messenger of the intel that could lead to Skynet's downfall. I'm sure you'll figure out the rest when the time comes. But right now, I want you to get ready. Tonight, soldier. We stop Skynet. Okay, dann hatte ich die ganze Zeit schon recht, dass der Infiltrator eigentlich wir sind. Oder der eine Fremde da auf jeden Fall. John Connor sah alles voraus. Was geschah? Naja, alles nicht. Er wusste, dass Skynet versuchen würde, uns zu täuschen. Und er hatte den Glauben daran, dass ich ihm diese Koordinaten bringen würde. Der Name Connor war schon immer ein Synonym für Hoffnung. Und jetzt weiß ich auch, warum. Ich glaube daran, dass er uns durch die letzte Schlacht führen wird. Ja! Ja, aber nicht für euch. Na, für euch geht's erst nächste Folge weiter. Also, unterstützt den Widerstand, unterstützt John Connor mit einem Abo. Und natürlich mich. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.